leitet den Bereich Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung am Technology Assessment. Die Kinder müssen dann Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht zuständig sind. Das kann zum Beispiel sein, die Betreuung von Geschwistern, die Alarmierung der Rettung, wenn eine akute Krise auftritt. Oder sie kümmern sich sogar um die finanziellen Belange im Haushalt. Auch emotional sind diese Kinder oft belastet. Sie glauben manchmal, dass sie selbst schuld sind am Verhalten ihrer Eltern. Sie haben Angst, dass jemand ihre Probleme entdeckt, trauen sich nicht, andere Kinder einzuladen. Manchmal werden sie gemobbt. Und all das führt jetzt zumindest bei vielen Kindern, nicht bei allen, das müssen wir betonen, führt das dazu, dass sie selber wieder ein erhöhtes Risiko haben, später Probleme zu bekommen. Manche machen dann keine Berufsausbildung, rutschen ab, einige werden selbst krank. Doch das muss nicht passieren. Einige Faktoren können die schwierige Situation deutlich abmildern, sagt Jean Paul. Sie leitet das Village-Projekt des Ludwig-Boltzmann-Instituts gemeinsam mit der Medizinischen Universität Innsbruck.